nur bei der Firma Spocky bekommt man alles, was rollt, oder? Ja, das stimmt. Aber nicht nur alles, was rollt, sondern auch andere Sportartikel bietet unsere Firma. Wir haben 7 Produktgruppen. Fitness, Outdoor, Skating, Winter, Team und Aqua. Okay. Ich glaube, in Osteuropa seid ihr schon relativ bekannt, oder? Ja, in Osteuropa, in Lettland, Estonien, da ist die Marke wirklich bekannt. Also die Inliner und Skateboards in besonders. Hier haben wir einen schönen Longboard Gambler, Downhill. Die sind wirklich, wirklich nachgefragt. Ja. Euer Firmensitz ist in Polen? Ja, wir sitzen in Katowice, im Südpolen, im Süden Polen. Ja. Wir haben aber auch schon eine Niederlassung in Tschechien. Jetzt würde ich mal gern diesen Schuh sehen. Ja, bitte sehr. Also das ist der beste Produkt von Inliner Spanou bei uns. Der hat Schnellverschluss, Riegel, Befestigung hier mit einem Riegel, ja, damit es sich nicht öffnet kann. Aluminiumkupfer natürlich, ABEC 9 Lager und große Roller. Ja. Und also nicht alle, ich glaube, aus diesem Material haben weniger. Ich habe sogar bei keinen anderen Hersteller solche gesehen. Ja? Okay. Sieht auch sehr hübsch aus. Ja, wir haben schon fast die Hälfte nach Deutschland verkauft als Vororder. Als Vororder verkauft. Also das wird sicherlich sichtbar auf dem deutschen Markt. Okay. Ja? Und auch das Longboard? Das Longboard ist schon seit 3 Jahren im Angebot. Letztes Jahr haben wir sehr viele nach Berlin. Also in Berlin ist dieses Produkt schon wirklich auf die Straße. Wir haben auch Rollers, aber wie gesagt, es gibt auch andere Produktgruppen. Wir konzentrieren sich auf 3 Produktgruppen, Fitness, Outdoor und Skating. Hier sind wir mehr mit Skating, aber das nächste Jahr, wer weiß, vielleicht schaffen wir 3 Stände aufzubauen. Okay. Darf ich noch einen Roller sehen? Einen Roller? Ja, natürlich. Das also, Premium-Modell? Das ist das Premium-Modell, ja. Okay. Ja. Klappt auch super. Ja. Was ist besonders an dem? Den kann man zusammenklappen. Zack. Und so. Ja, dann kann man so. Also für die Handtasche ist es ein bisschen groß, aber in den Koffer könnte reingehen. In den Koffer kann man es reinnehmen, ja. Schöne Produkte, viel Erfolg auf der Messe noch und bis nächstes Jahr. Vielen Dank und bis das nächste Jahr. Tschüss.